White Russian, including Fake Boobs. In der letzten Folge ging es maßgeblich darum, dass man sich getroffen hat, um zu eruieren, warum Jojo so aussieht, wie sie eben aussieht, nämlich blau und dick, also im Gesicht, sonst ja nicht so, leider. Und mit gebrochener Nase. Naja, was man halt so bekommt, wenn man mit seinem Papa spricht und ihm erklärt, dass man das Ganze was gemacht hat, das muss so abgehen. Jedenfalls für Jojo, Billy hat das wie immer nicht so richtig verstanden, aber naja, das sind halt die kleinen Unterschiede, die unsere Charaktere haben, die ja sonst doch sehr gleich sind, ne? Muss man ja auch, also das ist ja ganz furchtbar gespielt auch. Und danach wollten sie, weil Billy fad war, in die Mall gehen, um dort ein wenig Spaß zu haben, shoppen zu gehen. Total Jojos Ding, und sind sofort im Trachtenladen gelandet. Und dann dachte ich mir, ich streue einfach sinnlose Hintergrundinfos ein, die keine Sau irgendwie damit anfangen kann, weil es halt dazugehört, so zum, naja, zur Spielwelt. Und die beiden rennen drauf los wie sonst was, und eigentlich hatte ich noch was ganz anderes mit Romanov vor, aber naja, gucken, jetzt muss ich sehen, wie das alles so wird, denn jetzt sind die beiden schon auf dem Weg mit ihm in ein Fastfood-Laden, und diese Folge wird da also ordentlich gequatscht. Viel Spaß und bleibt geil. Ihr kommt da rein. Es ist ja, wie gesagt, keine direkte Bar. Es ist halt so eine bessere Fastfood-Kette. Ihr habt da sogar so kaminrote Synth-Ledersessel und Couchen. Und auch ansonsten Mobiliar, das zumindest so aussieht, als würde man nicht einfach ins Staffershack gehen, obwohl es letztlich nicht viel anderes ist. Gehen wir uns in der Box setzen? Ja, klar. Sucht euch was und ich komme dann mit den Wodka. Oder wollt ihr noch irgendwas essen? Aber das Essen geht nicht auf mich. Hat man nicht abgemacht, geht nicht. Nö, es passt. Ich habe keinen Hunger. Ich schon, aber du hast immer willst du noch was essen? Essen geht auf mich. Achso, das war an mich jetzt? Nö. Gut. Jojo wird sich Essen holen. Ja, man kommt mit Fressen und Wodka halt wieder an den Tisch. Ja. Jojo setzt sich etwas umständlich hin, sodass sie dann irgendwie doch halbwegs gemütlich sitzen kann. Es dauert ein bisschen, aber dann geht's. Ihr bemerkt, als er sich setzt und ihm ein kleines Schmuckstück aus, also es ist eine Kette, da quasi kurz aus dem T-Shirt rausbaldowert, was er sich schnell wieder reinschiebt. Es ist der original und einzige Irina Pavlov Gedenkschraubenschlüssel. Nee. Guckt dieses Ding an. Oh nein, es wird kalt. Es steht da ganz klein drauf, aber ja, es steht drauf. Warte mal. Ehrlich gesagt sehe ich Chaos auf uns zukommen. Was mache ich denn ohne Erfolge? Bei meinem Selbstbeherrschungswurf? Du kannst dich nicht beherrschen? Wie wär's damit? Was war denn das? Schmuck. Schmuck? Na, kann sich ja nicht... Ja, Schmuck kann sich ja nicht jeder die Arme zukleistern. Oder irgendwelche Ringe durch die Nase ziehen oder irgendwas anderes. Lippenpiercings. Ja. Wieso? Was bist du nur für ein Vogel? Alter, habt ihr das nicht mitgekriegt? Was? Wochenlang. Weil irgend so ein paar Vollidioten irgend so eine Eier-Shit sich zusammengebaut haben in Gedenken an Riva Pavlov, die sie nie im Leben gesehen haben. Haben Leute so einen Scheiß gekauft von ihrem sauer verdienten Geld? Und die Spenden gingen an den Konzern, der sie ausbeutet. Alter. Und ich habe so einen Typen getroffen und der hat mir den einzigen originalen Irina Pavlov Gedenkschraubenschlüssel gegeben. Und den finde ich super, weil wenn so ein Vollidiot, der mal wieder entgegenkommt mit seinem Scheißgelaber von wegen geil, Rabotniks, voll geil, ist voll russisch, ey, ist voll Familie, Alter, kann ich voll mit, ey, kümmern sich gut, Alter. Dann holst du das Ding raus und sagst, yo, also, die sind echt richtig geil, die machen sogar den Irina Pavlov Gedenkschraubenschlüssel und die Vollidioten glauben das dann sogar. Dann kannst du einfach nur denken, boah, wow, was für Spasten, und kannst wenigstens fröhlich weitergehen. Und die es kapieren, dass du sich dann über die lustig machst, dich dann über die lustig machst, die sind auch witzig. Also, die meisten. Aber ey, komm, das habt ihr mitbekommen. Klar. Billy ist ja, sehr still und sagt gar nichts. Jojo spielt in ihrem Jojo. Boah, du bist nicht auch so ein Rabotnik-Fan. Oder ihr seid nicht solche Rabotnik-Fans, kommt schon.
Ey, ganz im Ernst, ich hab nichts gegen Franzosen, aber es gibt Grenzen. Ich finde, der Wodka schmeckt hier eigentlich wirklich gut. Und warum, jetzt mal ehrlich, warum hast du eigentlich so eine Maske an? Liegt hier irgendwo Stroh? Toll, jetzt können wir wieder 5 Minuten nicht weiterspielen, weil sie sich wieder verschluckt hat. Nee, geht schon. Erst schlucken, dann atmen. Das lernt man als Frau relativ schnell. Und das waren deine Worte. Das waren deine Worte, Flummi. Alter. So. Als gute Frau. Ja, aber. Ist ja ganz nett, dass du jetzt hier versuchst, voll die Situation zu retten und so. Was war's? Waltraud? Waltraud von Walter, ja. Ja, aber ich... Es ist echt nett, aber ich bin nicht der Typ, der sich da mit seiner Meinung zurückhält. Aber ich finde, das sind ein Haufen Vollidioten, die so einen Scheiß mitmachen. Und da halte ich auch nicht hinterm Berg. Also, das ist ja okay. So. Wir müssen da jetzt nicht noch länger drüber reden. Das ist mir danke, bewusst, aber... wunderbar. Können wir das Thema einfach skippen, bitte? Ja, dann sag das doch gleich. Dann fange ich an mit, oh, da Wodka und Wetter. Und oh, guck mal, heute wieder Stau. Wetter! Oh. Ja, das geht nicht. Ne? Nee, ich habe ja schon, also... Nee, ist ja alles super. Wir... Ding, 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 ding. Partykracher, alles klar, wunderbar. So, und? Dich habe ich außerdem nicht gefragt. Bitte? Waltraud, wissen wir mal jetzt. Komm mal mit einem richtigen Namen rum jetzt. Na, die meisten, die mich kennen, nennen mich Foxy. Ach so. Das passt auch eher. Ja, vor wegen allem. Wegen Ecken, ne? Jo. Und Arbeit ist nicht so dein Ding, oder? Nee, wie sieht's denn aus, wo arbeitest du? Sehen diese Hände etwa aus, als würden sie viel arbeiten? Naja. Ich habe halt ein kleines Nagelstudio. Also Nagel wie Nägel, wirklich tatsächlich. Also sprich Kosmetik und so Sachen. Also nicht wie Nagel und Puff oder so. Den hab ich noch nie gehört. Gut, dass du das so gesagt hast. Boah, Nagelstudio, toller Name krass. Für einen Puff. Noch nie gehört. Nee, also kenne ich nicht. Ist mir völlig neu auch. Nee, ich bin okay, Nagelstudio, alles klar. Und damit kann man leben? Och. Ja, tot bin ich noch nicht, ne? Ich riech nur komisch manchmal. Nach Rosen. Alles klar, nach Rosen. Ja, das gehört ja dazu. Frisierst du auch reiche Leute Hunde, oder was? Ist das jetzt ein Wortspiel, was ich nicht verstehe? Reiche Hunde Leute, was? Nee, weil diese... Also ich meine Nagelstudio, ne? Nägel machen kann dir jeder Bodyshop. So. Das heißt, du musst vermutlich irgendwie reichere Leute haben, wo du dann Special-Nägel machst. Oder du bist halt billiger als alle Bodyshops, was ich nicht glaube. Weil halt, ne? So. Und da dachte ich mir, solche Leute, die so reiche Kundschaft haben, die frisieren dann bestimmt auch irgendwie die Pudel oder machen noch irgend so ein Shit dazu. Nee, ich mach tatsächlich Make-up und Nägel. Ausschließlich. Alter, von wem machst du da bitte die Nägel? Von Leuten, die welche haben. Ach, was denn? So. Na, ich dachte, du kommst jetzt hier voll mit Promi-Klatsch rum, Mann. Nee. Ich dachte, hier neulich was weiß ich, war irgendwie jemand, den man halt kennt. Der Heimwerker-King vielleicht bei mir oder was? Der Heimwerker-King macht seine Nägel oder was? Nee, das sag ich ja. Na, was weiß ich hier, Talim Hessikas, hier der Musiker da, oder hier die Schlampe von High Voltage, oder nee. Die Schlampe von Zenie, von Blutsbande, oder... Nö. Willst du jetzt nicht drüber quatschen? Das ist aber schade. Nö. Wer weiß, vielleicht bist du ja ein Reporter oder so irgendwas. Wenn du dich schon hier inkognito aufhältst. Darf ein Mensch nicht mal mehr... sein Gesicht verdecken. Naja, also ich so hab Falten, nicht. Alter. Ich hab Falten. Ey, was heißt plump? Wo hast du denn bitte Falten? Am Po oder was? Naja, unter der Latexmaske. Hm. Ich lag sehr lange im Schwarzen Meer. Das war ein Urlaub und das war ein Fehler. Mhm. Würde ich gerade dir nicht empfehlen. Elfenhaut ist ja doch immer etwas zarter. Immer etwas. Wie darf ich das denn verstehen? Ja, die ist doch seidig glatt und eher dünn von der Struktur. Woher willst du denn das wissen? Bist du ein Elf? Nee, ich hab noch nie mit Elfen geredet. Ich hab noch nie Elfen angefasst.
Aha, dann hast du dein Wissen also von TV und Tribit oder was? Also erst voll ein gegen das System, ich Ey, hab sag hier mal, ganz kurz, ganz Irina kurz, ganz Bock noch kurz. Nee, was? nee, ganz kurz. Da, Foxy, Jojo, kennt die keine Ironie? Kommt drauf an, wie viel sie getrunken hat. Ja, aber die hat doch noch ja nicht getrunken. Das ist ja das Problem. Ach so, hier, komm, jetzt Rainer. Ja, aber nur wenn du mittrinkst. Ja, hier, er hebt sein Glas. Hier, ich heb mein Kein Glas. Ethanol-Patch, das zählt nicht. Ich ziehe mich jetzt nicht aus, aber ich Warum denn habe auch nicht? kein. Gebe ich Geld aus für so einen etwas teuren Wodka, um mir ein Ethanol-Patch aufzukleben. Ich meine, euch beide hätte ich ja auch hier aus dem Supermarkt eine Flasche Wodka mitbringen können. Ihr hättet gesagt, passt. Dann brauche ich Da wäre ich da. mir jetzt aber nicht so sicher. Doch, er Bäh. hat recht. Bei Na, dir vielleicht. Leute, die, ich meine, kommt schon, ihr kamt auf mich, also du kamst auf mich zu, hast dich verbeugt und irgendwie, und dann kamst du und dann war, und dann überall gleichzeitig und alles auf einmal und dann sagst du mir, Supermarkt reicht nicht. Ja. Aber um beim Ich lack Dings, hier ja auch also, Promis hier. ja, und du willst mir nicht sagen, welche, und das finde ich verdammt scheiße. Also, kein Ethanol-Patch. Guter Mann. Gib da kein Geld aus, um da nochmal Geld auszugeben, das ist doch wie. Das ist doch wie ohne Gummi zu vögeln, um dann zum Arzt zu rennen und dir noch die Syphilis wegmachen zu lassen. Also im Puff meine ich jetzt, klar, ne? Klar. Die gute Syphilis. Tripper bleibt das ganze Leben. Also ist richtig. Da hat man immer was davon, aber. Und Inzest für Naja. die ganze Familie. Aber ich finde dann sowas wie Unterhaltszahlung für Kinder besser. Das ist wie Weihnachten, das kommt halt immer wieder, aber es geht auch mal wieder vorbei. Das sind halt ganze Filialen über die Welt verteilt, die man so aufmachen könnte, rein theoretisch. Ja. Du Spermaschleuder. Nee, pf, was ich? Ah ja, du bist ja ein Kerl, du bist ja eine Spermaschleuder. Nee, ich hab damals im Eurokrieg auch leider meine Hoden verloren, beide. Die Eurekriege haben es dir angetan, ne? Wo warst du denn an der Front? Hier im Westen. Im Westen. Welchen Westen? Warst du auf dem Balkan oder Hey, was? du kannst einen schwer kriegsgeschädigten Menschen mit posttraumatischen Belastungsstörungen nicht genau fragen, wo er war. Das sind schreckliche Szenen, die sich da abspielen, weißt Julius steht gerade kurz auf, tritt dann hinter ihn und meint, Peng? Yes! Nach einer Sekunde Reaktionszeit und einem milden Lächeln, was er sich verkneifen muss, erstarrt er wie ein Eisklotz und zitterte leicht mit den Fingern, also mit den Händen. Und bewegt sich doch erstmal nicht und ist super angespannt. Oh Gott. Dann tritt sie neben ihn, also nee, nicht Granaten. neben ihn, sondern Überall quasi das Blut. ans andere Ohr. Peng. Wieder ans andere Ohr. Homoerotische Erfahrung in viel zu engen Panzern. Oh Gott. Nein. Das. Und dann noch? Tante Olga, der Gruppenstabsführer. Reicht das? Ist ganz schön anstrengend, so verkrampft da zu Okay, sitzen. es hat mir gefallen. Das war Okay. gut. Gott, unser Kriegsveteran. Ja, das war die Wiedergutmachung für die Rabotnik-Schlampe. Die Sehr. setze ich wieder hin. Wenn ihr so reagiert, weiß ich ja nicht. Übrigens, keine Art, mit dem Kriegsveteran umzugehen. Ja, du Ja, wie bist doch kein ehrengeschah. Ja. Kriegsveteran, insofern. Bitte was? Na klar. Peng? Boah, nicht nochmal. Du musst Oh, das jetzt meine nicht nochmal Medikation durchziehen. hat angeschlagen. Habe ich ein Glück. Hohohohoho. Oh, du bist gerettet. Ja. Überall sind Kätzchen und Hunde unter den Tischen. Gut. Boah, ich hasse Hostia. Verdammt. Das ist auch sowas. Gibst du Muschis sind Geld doch aus, um dich toll. den ganzen Tag nerven zu lassen? Dafür gibt's ja, wenn man dann will, AR-Haustiere, die kannst du abstellen. Genau. Die kannst du programmieren, die kacken dir nicht in die Ecke und Doch, sind aber du trotzdem kannst es sinnlos. wegprogrammieren. Ja, oder du programmierst Kacken aus. Genau. Ach, ihr könnt programmieren. Also du kannst programmieren, Nee, aber bei dem Juri. AR-Haustier, was man sich runterlädt, da hat man ja dann gewisse Optionen, die man einstellen kann. Ich meine, komm schon. Ja. Also ich meine, ich hatte schon mal einen Comlink in der Hand tatsächlich. Ich kann damit surfen und Filme gucken und Haustiere bedienen, meinen Echt, zeig mal. Kühlschrank.
Hä? Du hast so klar, gesagt, klar, mach ich, gib mal deinen Comlink. Hat nee, umgekehrt, du sollst mir deinen geben. Klar, ich gebe dir meinen Comlink. Wieso denn nicht? Ja, ich bin eine vertrauenswürdige Person. Die Kleine tritt mir in meinen nicht vorhandenen Eier, ich, oder sagt Peng, ich zuck zusammen und du rennst mit meinem Comlink weg, oder was? Nee, die Masche, oh, die läuft nicht. Klar, ich renne mit deinem Comlink rum, was hast du denn für einen Comlink? Garantiert was sehr Wertvolles für 100 Yuan. Ich finde es nicht okay, dass Männer heutzutage immer nach ihrem Comlink beurteilt werden, aber danke, ja, alles klar. So eine bist du. Ich mach mal eine Wahrnehmung, was hat er denn für einen Comlink? Julius schaut bitte. Lili gerade irritiert an, weil sie irgendwie gerade nicht rafft, wohin dieses Gespräch führen soll. Während das würfelt, kann ich das ja mal kurz sagen. Ach, du kriegst plus zwei, ne? Das Gespräch führte vorher irgendwo hin? Ich frag bloß, denn mir war das nicht so richtig bewusst. Das ist nicht schlimm. Okay. Was hat man denn festgelegt bei mir, was die Matrix Perception anging? Das habe ich vergessen. Computerintuition plus zwei. Computerintuition plus zwei. Gott, minus, Gott, Gott. Plus eins nur, weil Spam und so. Ach so. Okay. Das sind dann acht. Wir haben einen Plan, by the way, weil sie das jetzt gerade schon wieder gesagt hat. Ich weiß halt auch nicht, was sie dachte, in welche Richtung hier irgendwas gehen könnte. Drei. Kabam. Oh, er hat gut gewürfelt mal zur Abwechslung, sonst wäre kein Kabam gekommen, oder? Ja, ich bin so durchschaubar. Er hat ein... Jojo, was hast du Gerätestufe 3, ne? Ich habe einen Dreier und einen Vierer. Er hat ein schlechteres als Jojos kleines. Nee, er hat eins, was nicht das billigste ist, aber auch schlechter als Jojos. Aber das erklärt nicht den gesamten Datenverkehr, der so um ihn rum knötert. Du siehst aber kein anderes Comlink. Höchstwahrscheinlich läuft da noch eins in Schleichfahrt, aber du ist halt ziemlich gut versteckt. Aha. Hm. Oder auch nicht. Naja, du weißt halt nicht, also ich meine, rein vom Datenverkehr wird vermutlich noch irgendwo eins da sein, aber du kannst es nicht erkennen. Okay. So, wo waren wir eigentlich gerade? Ach ja, weil ja. Ich find's nicht okay, dass Männer nach ihrem Comlink bewertet werden, bla bla. Aber ich kann auch über dein Auto reden. Über mein Auto. Vielleicht können wir dich ja nach deinem Auto bewerten. Das ist scheiße. Wieso, du hast keins? Ich muss die Karre verkaufen. Wieso das denn? Na, tatsächlich hatte ich das Ding richtig lange, 10 Jahre, und dann war halt irgendwann mal nicht mehr viel zu machen, da war die Reparatur halt echt teuer, und hab ich gesagt, Alter, weg mit dem Ding, und wollte jetzt halt kein neues. Ich meine, sie redet mit ihrer scheiß Nähmaschine, da darf ich ja wohl mit meinem Auto eine tiefe, innigliche Beziehung führen, und ich bin einfach nicht bereit für was Neues. Du darfst machen, was du möchtest, wir sind hier kein Stein im Brett. Ja, was ist... Es ist halt immer so, dass Leute dann kommen, hier, kauft dir mal ein neues Auto. Als ob das auswechselbar wäre. Es geht doch hier nicht um Lebensabschnittsgefährte, die man wegwirft, sondern es geht hier um ein Auto, ja. Um ein Auto. Aha. Ja. In Gedenken. Ja. Wie hieß er denn, oder sie? Auto. Manchmal auch zärtlich Karre. Und in den letzten Jahren Mistmobil. Scheißding. Hallo, wie redest du über mein Auto? Nö, das ist, was ich immer zu meinem Auto sag. Achso, ja. Ja, klar. Was hast du denn für eine Karre? Bitte? Was hast du denn für eine Karre? Ach, Eco, Mostrans Eco. So ein Mostrans Eco Car. Das ist ja niedlich. Kann man aber eigentlich auch nicht Auto nennen, ne? Möchtest du das denn dann nennen? Skateboard mit Dach? Oh, hier, Skateboard. Kollegin, dein Stichwort. Skateboard mit Dach. Hä? Lass sie mal, die hat schon einen ganzen Wodka getrunken, Alter. Die ist raus. Meinst nee, du? Nee, ist sie nicht. Scheiße, habe ich dich nach einem Ausweis gefragt? Habe ich jetzt gerade eine Minderjährige abgefüllt? Shit. Wie? Klar hast du eine Minderjährige abgefüllt. Was dachtest du denn? Da ist ja Aufsichtsperson mit. Ich kann nichts dafür. Was? Wie willst du denn eine Geisteskranke als Aufsichtsperson bezeichnen? Wusste ich ja nicht. Woher sollte ich denn das wissen? Na, du hättest ja erstmal fragen können. Bist du geisteskrank? Ist ja nicht so, dass wir dich anlügen würden. Bist du geisteskrank?
Was ist denn das für eine Frage jetzt bitte, also echt? Weiß ich nicht, die kam mir irgendwie gerade einfach hoch. Wie? Na, sauer? Aus, sauer? Ja, ja, aus dem Gedärm hochgeschlingert mit so einer leichten Spirale und bist du ein Wiederkäuer? Bist ja, du manchmal mit Kühen verwandt? Können wir dich entfernen? Essen? Also ich spendete mitunter auch schon meinen Lebenssaft, aber nicht für Nahrungsmittel. Bevor der Hoden abgenommen wurde, oder was? Naja, der, immer noch. Also ich meine, die hier, ne? Die Vorsteherdrüse habe ich ja noch. Da wird ja noch Sekret gebildet, bloß halt keine Spermien mehr. Das ist dann aber kein Lebenssaft. Genau. Ich, das ist dann nur Na gut, Desinfektionsmittel. Es ist Lebenssaft ohne Fruchtfleisch. Es ist ja Desinfektionsmittel. Okay. Dann ist es auch kein Wunder, dass ich nicht für nahrungsmitteltechnische Sachen da weiterverwertet habe. Nee, weil als Putzmittel können wir nicht benutzen. Finde ich aber nicht gut. Ausprobieren, ob wir den Boden wienern können. Weißt du was? Da vorne war eine Drohne, die ohne Zeug rumgerannt ist. Da können wir doch mal fragen, ob wir die nachfüllen können. Jojo, Billy dir kriegt gerade unter dem Tisch einen Tritt gegen Schienbein. Au! Jojo, das kann man auch so sehen, wenn der Behälter leer ist. Der ist hinten angebracht. Ach so, okay, dann kriegt sie den nicht. Ich weiß nicht. Du zeigst deine Brüste und du forderst mich auf in einer Mall, wo es vor ein paar Monaten Stress gab wegen irgend so einer bescheuerten Aktion mit Wägen. Also wo es schon Stress gab, nein, forderst du mich auf, in eine Drohne zu spritzen. Stimmt, das war hier, oder? Ups. War das echt hier? Ja. Oh mein Gott. Ja, manchmal frage ich mich, unter welchem Stein lebt ihr eigentlich? So? Ja, klar war das hier. Was für eine Lache. Diese Lache werde ich mir leider auf Soundboard sehen. Nein, oh, nein. Nein, das mache ich nicht. Ey. Nein, ich habe heute was von Jojo, was ich mir schon aufgeschrieben habe, was ich raufmachen muss. Sehr das schön. Ich noch nicht. Na, das kommt dann später erst raus. Arschkind. Wieso also glaubst welchen, du, dass wir... Unter welchem Stein? Also, weiß nicht. Wieso? Nee, war das hier? Ging nur durch alle Medien. Echt, bist du so ein Medienjunkie? Auf jeden Fall. Horizon? Oh, ihr werdet euch gut verstehen. Wer? Er und ich? Ugh. Ja. Ich weiß nicht, er hat keinen Hoden mehr, also ich meine. Und er versprüht einen Desinfektionsmittel. Du hast doch auch keine Hoden. Wo er recht hat. Ich meine, jetzt mal nicht abwertend werden. Hä? Warte, was sind denn diese Denkpausen bei euch immer? Wieso Denkpausen? Was für Denkpausen denn? Weiß nicht. Nee, alles super. Ja, ich weiß nicht. Ja, wir denken gleichzeitig an denselben Insider, den wir nur nicht laut aussprechen. Richtig. Oh Gott, ich liebe das. Wollt ihr vielleicht Nein, noch eure Sätze gegenseitig nicht beenden? Das fände ich auch. Das finde ich auch immer super. Das fändest du super, nicht wahr? Da hätte ich Spaß dran. Ja, nee, soweit sind wir noch nicht. Nicht so eingeschnitten. Wir können es ja mal probieren. Moment, ich fange mal an, du machst weiter. Ich laufe gerne über Würmer, wenn die Sonne scheint. Das war langweilig. Das war super scheiße, sorry. Wir müssen ja üben, du hast uns jetzt gerade auf eine neue Idee gebracht. Hey. Guck mal, er ist langsam genervt. Nee, aber das hat aber der Abend noch nicht mal angefangen. Ich glaube, ich gehe noch mal Wodka holen. Aber was heißt denn, ey, warte, du setzt dich jetzt hin. Au! Oh, wieso denn? Er hat sie nicht angefasst. Ach so, okay. Ich dachte, es klang so, als hätte er das getan. Er hat mit seinem Finger auf deinen Sitz halt gezeigt. Ach so. Ihr könnt mir beide nicht erzählen, dass irgendjemand Menschen leiden kann, gerade diese Pärchen, diese Frischverliebten, die rumstehen und Sachen erzählen und ihre Sätze gegenseitig beenden. Sag mir, dass irgendjemand das gut findet. Das findet weißt niemand gut, das ist ekelhaft. Weißt Dankeschön. Du, was noch schlimmer ist? Das sind Eltern, die sagen, ah, oh, der ist so lieb und der ist so süß. Und dann scheißen die Kleinen die ganze Zeit in die Ecke und so Sachen. Aber dann sagen sie, aber wenn er dich anlächelt, dann ist alles gut. Wenn sie nach 2 Stunden Schlaf die Windeln wieder wechseln müssen oder Milch geben oder so irgendwas. Das ist doch viel schlimmer als verliebte Pärchen. Ja, das ist auch richtig, richtig kacke. Und was auch furchtbar ist, dann immer dieses, das wirst du verstehen, wenn du eigene Kinder hast. Oh Gott! Wow. Ja, der Standardsatz. Totschlagargument, ey. Diese Standardentschuldigungssätze, die sie sich selbst einreden. Das sind die Standardentschuldigungssätze für die Leute, die nicht wissen, was man mit Kindern machen kann, wenn sie denn irgendwie unfallmäßig doch mal im Anmarsch sind.
Zum Beispiel? Na, den Abtreiben. Ach. Ja, und ich meine, wenn du den Zeitpunkt verpasst und sagst, ich will aber niemanden umbringen, was so halbwegs nachvollziehbar vielleicht sein kann für Leute, die zart beseitigt sind, da gibt's eine Babyklappe, meine Fresse. Und Treppen. Ja, das kommt dann nicht so gut mit dem, ich will es nicht töten, wenn es in meinem Bauch ist, aber sobald es raus ist, kommt es in die Gefriertruhe, da hab ich ja später noch was davon. Als Ehemann muss man doch auch mal für ganz klar... Für harte Zeiten. Richtig, man möchte aber auch echtes Fleisch essen, nicht immer nur Soi. Ja klar, immer nur Soi, weißt du? Kommt hier an, erzählt mir, dass er von einem Nagelstudio leben kann, mit übelsten Promis, aber isst natürlich hier dann nur Soi-Fleisch. Natürlich, man muss ja auf seine Linie achten. Ach so. Ja, wenn das so ist. Wo ist jetzt der Wodka? Was? Warum bist du noch nicht weg, Huschusch? Weil du mich nicht hast, aufstehen doch gesagt, lassen. Na los, du Gartengnome, ich will jetzt Wodka. Oh. Hm? So fällt mir das viel besser. Jojo steht auf und geht Wodka für alle drei holen. Er lehnt sich zurück und meint noch, ich weiß ja, was Frauen wollen. Jojo, Foxy, komm zurück. Entschuldigung. Mach nur. Jojo kommt zurück, gibt Billy ihren Wodka. Trinkt Spucken. Ihren Wodka auf Ex weg, hält Romanov seinen Wodka hin. Nimmt ihm den dann von der Nase weg und kippt ihn dann selber runter, wenn er ihn greifen will. Ha, Dritter, den bezahlst du. Hm? Den Dritten bezahlst du. Ja, ich weiß. Die ging sowieso auf meine Kappe. Also, scheiße. Ich dachte, das Essen ging auf deine Kappe. Ja, das auch. Aber ihr wolltet ja beide nichts, weil du auf deine schlanke Linien achten musst und er zu hässlich ist, um zu essen. Und deswegen. Nee, der will sich nur die Latexmaske nicht versauen. Hä? Hey, kannst du mit der Latexmaske essen? Ja, aber du willst sie nicht versauen. Weil ich die so schlecht ist. Nein, die ist nicht schlecht, die ist super. Also wer immer dir das Ding angedreht hat, hat dich abgezockt. Ich hoffe, du hast da nicht Geld noch investiert dafür. Das muss doch ein Anfänger gewesen sein. Ein Anfänger. Du hast halt, also halt keine Ahnung, wie das sonst... Ja klar, jetzt sind wir dabei. Ich verstehe, aber ich lasse mir nicht Nägel machen. Ich hole mir jetzt erstmal einen Wodka. Aber nageln wollen, ne? Vielleicht sitzt nicht hier holen. Mal, wo ich den wirklich erst das zweite Mal im Leben gehört habe. Richtig, also sowas Innovatives ist auch beim zweiten Mal noch richtig lustig. Ich meine, wenn ich ihn jetzt das 10-millionste Mal gehört hätte, dann wäre der bestimmt immer noch super. Aber beim zweiten Mal einfach... Das Prinzip eines Running Gags hast du nicht verstanden, ne Freund? Nee. Naja. Jojo kommt zurück. Stellt Billy einen Wodka vor die Nase, Romanov einen Wodka vor die Nase und hat sich selbst noch was zu essen geholt. Hä, sie hat doch gerade schon Wodka geholt und getrunken. Ja, aber sie hat gerade noch einen geholt, bevor... Aber er hat doch... Bevor er aufgestanden ist. Sie hat gesagt, bleib sitzen und ist dann selbst holen gegangen. Okay, sie ist also jetzt beim vierten Wodka. Nein, sie sagt ja, sie trinkt eben nicht. Sie hat sich selbst was zu essen geholt und den beiden anderen. Habe ich dir zugehört. Nächste. Genau, er knallt dann wieder hin, trinkt sein Zeug. So, und Foxy, du bist auch jemand, der die Notwendigkeit erkennt. Die. Jemand, der. Das ist vollkommen richtig. Das heißt nicht jemand, die. Jemand, die. Jemand, der die Notwendigkeit erkennt, dass man sich ein bisschen auf dem Laufenden hält, so mit verschiedenen Medien. Also ich habe das so vorhin von wegen Medienjunkie. Ha? Ja, Der Gartengnom hat gesagt, du wärst ein Medienjunkie. Der Gartengnom ist vermutlich jemand, der... Hat sie doch gar nicht. Natürlich hat sie das gesagt. Doch, hat sie gesagt. Hast du gesagt? Ja, er sagte, du sagtest, ey, du bist ja aber auch so ein Medienjunkie und Jojo meinte dann, oh Gott, ihr beiden werdet euch gut verstehen. Ach, das kann sein, da habe ich schon wieder nicht zugehört. Also ich meine, der Gartengnom ist ja offenbar jemand, der My Little Pony guckt und dann noch eine Runde Shetty Blutsbande und dann ins Bettchen geht. Aber du erkennst offenbar die Notwendigkeit, dass man ein bisschen up-to-date bleibt, oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Och nö. Hast du nicht falsch verstanden? Nö, und sonst dazu auch so, kriegt man den Mund nicht weiter auf. Was soll ich denn jetzt sagen? Na, was für Richtung, Alter? Ich meine, das ist da alles ein Riesengewirr. Da gibt's da tausend Sachen, wo man da sich interessieren könnte.
Das ist doch gar kein Gewirr. Das ist alles ganz logisch und strukturiert aufgebaut. Logisch und strukturiert aufgebaut. Ja, ist es klar. Auch. Na, ich bin ja nicht die Einzige, was... Na guck mal, du hast doch Wirtschaft, Kriminalität, Mode, och. Musik, da gibt's doch alles Medien, so zusätzlich ja. zu Filmen und so'm Scheiß. Und da muss man ja zwangsläufig sich irgendwo einschränken bei Sachen, die einen besonders interessieren. Na, ich hab ja viel Zeit während meinem Job und dann gibt's da viele Sachen, für die ich mich interessieren kann. Man muss ja immer auch gerade wegen meinem Business immer auf dem neuesten Stand bleiben oder wie man Latexmasken richtig anlegt, da liest man auch viel drüber. Oder auch Latexmasken allgemein richtig herstellt. Und auch beside Fetisch und so Sachen, ne? Also sprich die normalen Verwendungen, Anwendungsmöglichkeiten. Und ja, so Sachen halt, ne? Alles klar, also so Arbeits. Sachen ja, quasi. Ja, natürlich, absolut. Also ich weiß natürlich, du hast dein Hobby natürlich total zum Beruf gemacht und du bist total zufrieden und du kannst dir auch noch vorstellen, das die nächsten 400 Jahre zu machen, weil es immer total gut ist. Jeder liebt Horizon. Wenn man... Was willst du denn jetzt, Anna? Das passt so gut gerade rein. Beruf? Nee, ich dachte, ich mache jetzt hier eher die Schiene von wegen, ja, ich finde es super, dass ich mein Hobby zum Beruf gemacht habe und ich werde das, da ich ein Elf bin, das noch die nächsten 400 Jahre auf jeden Fall machen, denn es bleibt auf jeden Fall ein Hobby, wenn ich es zur Arbeit mache und wird überhaupt nicht Arbeit und dann habe ich trotzdem auf jeden Fall noch ein Hobby und habe noch einen Lebenssinn. Hör mal, Junge. Hast du dir mal Gedanken über den Ursprung des Wortes Beruf gemacht? Du kommst mir jetzt mit Berufung, ja? Ja, natürlich komme ich ja mit Berufung. Ich ja, komme gleich ist wieder. Aber Julio steht auf boah. Und geht. Das ist auch wo gehst du denn jetzt schon wieder hin? Ich komme gleich Hummel wieder. Die hat Hummel im Arsch, ey. Nee, mit Berufung, das... Nee. Was, nee? Was hast du denn zur Berufung? Was ist denn deine Berufung, nee, ich Romanov? Ich bin ja hier der Mall-Manager. Der Mall-Manager, hm. Aber, du hast hier nein, noch niemand nicht, mit Handschlag. Das begrüßt. Ist schon das zweite Mal. Ihr nennt mich hier Romanov. Ich bin Juri. Ja. Romanov. Ich weiß nicht, mit wem ihr mich verwechselt. Alter, Juri. Du liest aber trotzdem gerne auf Horizon, oder nicht? Ich lese Horizon, weil es einer der größten Nachrichten- und Medienherausgeber ist. Ich meine, von gerne ist dann nicht immer die Regel. Auch gerne. Nö. Ja. Na dann. Also. Der Mall-Manager. Was macht man denn als Mall-Manager? Man führt merkwürdige Gespräche. Mit den Kunden? Ist das ein Kundenzufriedenheitsgespräch, was du hier gerade führst? Gott, nee, da würde ich mich nie so lange aufhalten. Ach so, was ist denn das dann? Ich erstelle gerade verschiedene Persönlichkeitsprofile von Leuten, die ausgewiesen werden müssen als potenziell gefährlich oder Störenfriede. Du würdest uns als potenziell gefährlich bezeichnen? Ja. Wieso denn das? Geisteskranke und so, und das hast du ja vorhin selbst gesagt. Moment, das hast du jetzt aber alles irgendwie falsch interpretiert. Ach so, hab ich. Ja. Das ist ja ärgerlich. Dann braucht mich auch nicht mehr mit euch aufhalten. Also wenn ihr nicht... Puh. Geh doch. Hast du schon gezahlt? Bist du wenigstens ausgebildete Nahkampfspezialistin und beherrschst die 4-Punkt-Herzdruck-Explosions-Handgrifftechnik? Nee, aber ich habe die 6-Punkt-Hoden-Explosionskampftechnik. Die ist noch viel schmerzvoller. Ja, aber die ist mir ja egal. Alles klar. Ja, bei dir die nicht mehr. Deswegen bin ich auch keine Gefahr für dich, siehst du? Finde ich gut. Und ich meine, dass du keine Gefahr für mich bist, finde ich gut. Aber ich meine, die ganzen anderen Deppen, die hier rumlaufen, ist mir egal, wenn du denn die Hoden kaputt machst. Ich meine, ich bin um meine Sicherheit besorgt und nicht. Hast du dir mal angeguckt? Die willst du nicht anfassen von den meisten hier. Also ich gucke mir generell relativ selten Hoden an, muss ich. Als Mallmanager musst du doch aufpassen. Auf Hoden. Auch? Gerade auf Schlupfhoden, wenn da einer einen Schlupfhoden hat im Mall, das ist doch. Da muss man doch aufpassen. Das kann doch auch dann zu Komplikationen führen. Hä, Schlupfhoden? Jojo kommt gerade wieder und setzt sich wieder hin. Willkommen. Spielt weiterhin mit ihrem Spielzeug rum.
Ich wollte euch nicht unterbrechen, Entschuldigung. Ich denke gerade halt nach über die Bedeutung der Sicherheit der Mall und der Insassen, Insassen, ja, ist ganz wichtig, in Bezug auf die Gefahrenlage von Schlupfhoden und deren Kategorisierung, sowie die Problematik bzw. die mögliche Art der Neutralisierung dieser Gefahrenzone. Was sind Schlupfhoden? Kleine Gewichte an die Hötchen mit solchen Bömbeln. Wie hat man die nochmal genannt das letzte Mal? Jojo, helf mir doch mal. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Von Schlupfhoden. Was ist das? Schlupfhoden? Was ist das? Kann man das essen? Das klingt nach was zu essen. Ich glaube nicht, dass man das... Das waren Bullenklöten, die man essen kann. Oh. Aber ich habe von Schlupfhoden gesprochen. Und ich frage dich jetzt zum dritten Mal, was ist das? Ich suche dir an. Ich höre ja schon auf. Okay, erklärst du mir, was das ist? Sie kriegt offensichtlich das Maul nicht auf. Ich weiß, sie hat es doch gerade gesagt. Kleine Gewichte an den Hoden. Nee, das ist die Countermeasurement dafür. Also sprich, damit es gerade nicht passiert. Ach so. Ach, Schlupfhoden sind die nach oben zurückgezogen. Ich dachte, das genau, sind Wanderhoden. Nee, das Schlupfhoden... Warte mal. Ich suche mal ein Bild raus. Wieso kennst du dich so gut mit Hoden aus? Musst du manchmal auch Nägel an Hoden lackieren? Wegen Hodendrogen. Sind Hodendrogen spezielle bewusstseinsverändernde Substanzen, die vom Hoden gewonnen werden? Ja, so man kann sie werden da extrahiert. Ja, das könnte man so nennen. Das heißt, es ist doch ein Problem, dass ich meine los bin, weil ich sonst quasi noch ein großes Geschäft machen könnte. Großes Geschäft nicht, aber du könntest viel Spaß damit haben. Hm. Sozusagen. Aber er hat ja jetzt quasi, Platz. Er könnte ja quasi da. Hodenimplantate. Richtig. Habe ich drüber nachgedacht. Und dann dachte ich mir, na, warum denn? Also ich meine, kein Problem mehr mit der Hose, du kannst da nichts einklemmen außer dem Dödel und so weiter. Und beim Sitzen, da, wenn du mal so Beine überschlagen musst, was ja als Manager einer ganzen Mall bei irgendwelchen Geschäftsessen oder so schon mal sein kann, da wird das ja erwartet. Auch als Mann, da quetscht das nicht irgendwie nach oben und nach unten, das ist eigentlich super ohne. Das sehe ich ein. Mir war Vorhaut im Reißverschluss einquetschen schlimmer als den Hoden in den Reißverschluss einquetschen, oder? Du als Mann müsstest das auch wissen, oder? Ich bin mir auch wieder nicht keine sicher. Hoden mehr hast. Ich hatte sie ja eine ganze Weile. Ich wurde ja erst mit Mitte 60 eingezogen. Mitte 60? Hm. Nach welcher, ist es Hundezeitrechnung, die du anwendest in deiner verrückten Welt, oder? Nee, ich bin elfischen Naturells und hab bloß gedacht, ich will nicht so aussehen wie dieser Metatypus und hab da einfach ein paar Veränderungen vornehmen lassen. Bist du ein Fake-Mensch quasi? Also kein Fake-Elf, sondern ein Fake-Mensch? Also gemeinhin die Gemeinde, also ich bin ja auch im Prinzenrat von Tenanok, die bezeichnen mich zum sehr, sehr grobschlächtig auch als Menschposer. Ich spreche jetzt mal auf ihn sehr viel an. Uff. Was sagst du ihm denn? Ich sag, na, hoher Prinz von Tenanok, wie ist das Wetter heute in Bangkok? Es dauert Alter. Wenige Sekunden. Bis er seine Lingua Soft aktiviert hat. Das merkt man auch, als er antwortet. Was für ein armseliges Klischee, dass alle Elfen diese elfische Sprache sprechen müssen. Es ergibt ja eigentlich keinen Sinn. Weil du die lernst. Von Haus aus. Ja, im Prinzenrat vielleicht, aber nicht sonst. Du hast doch gerade gesagt, dass du im Prinzenrat bist und außerdem war das eine Sprachsoft. Und jetzt habe ich mich, und das sagt wieder auf Russisch, ein bisschen selbst ins Aus befördert. Nee, ich bin nicht wirklich ein Elf. Ich war als Geheimagent im Prinzenrat, um quasi das Regime zu stürzen. Ich habe mich da eingeschlichen. So. Ja, ganz schlimmer Finger auf jeden Fall. Und dann auf dem Balkan während den Kriegen noch gedroht und homoerotische Erfahrungen im Panzer gesammelt, bevor dir die Eier weggeschossen wurden. Hä, was? Wer sagt denn was von... Du hast gesagt, homoerotische Erfahrungen im Panzer gesammelt. Mann, das war ein Flashback, deswegen kann ich mich nicht dran erinnern, das gesagt zu haben. Das ist doch klar jetzt hier. Moment, das war kein Flashback, das war eine Fantasie. Eine nie wahrgewordene Fantasie. Das ist im Wesentlichen das Gleiche. Ja, nur dass ein Flashback in eine Situation... Ach, egal, das bräuchte ich jetzt nicht erklären.
Du hast schon verstanden, was ich meine. Ausnahmsweise mal ja. Ja, ich habe mich gerade sehr klar und deutlich ausgedrückt. Ich habe mich bemüht, es extra einfach zu machen. Du hast ja jetzt auch ein bisschen Wodka drin, da geht das offenbar ganz gut. Genau, da kann ich besser sprechen. Und klarer sprechen. Finde ich gut. Und langsamer sprechen. Und weniger sprechen. Das ist mir auch schon aufgefallen, das war ganz verwirrend. Ja. Da haben wir es mit einem baublütischen, fakenden Mall-Aufseher zu tun. Nein, Mall-Manager, entschuldige bitte, tut mir leid. Eure Majestät. Ja, also ich meine, wenn wir jetzt hier reinen Tisch machen, ich hatte eine ganze Weile mit meinem Search-Dasein auch zu kämpfen. Aber das hat sich dann selbstständig wieder zurückgezogen. Aber seit du dann als großer Drache irgendwie aus deinem Ei geschlüpft bist. Ach komm, großer Drache, das ist doch albern. Ja. Das wird albern, Leute, bitte. Contenance? Er hat was Französisches gesagt. Mit Franzosen redet man nicht raus. Jetzt geh mal besser schnell. Das ist meine Mo. Jetzt nicht mehr. Ach so. Ärgerlich. Schorsch verwirrt. Tja, dann tschüss. Ihr bleibt einfach sitzen. Nee, du sollst doch, dachte ich. Ja, ich entferne mich im Geiste. Ja, das hat man die ganze Zeit auch den Eindruck. Sag mal, Mädels. Wollen wir jetzt auf den Tisch legen? Und ich meine nicht die Hoden? Sondern die Maul? Nee, das passt doch auch gar nicht hin. Was wollt ihr hier mit Romanov? Nichts. Ich wollte mich nur mal verbeugen. Das war alles. Sein Blick wandert zu Billy. Haben wir da irgendwie ein Wespennest gestochen, nur weil wir einen Witz gemacht haben, oder was? Ist das so ein Lucky Punch quasi bei dir? Das scheint dich ja zu beschäftigen. Du hast schon ziemlich spezifisch drauf angesprochen. Was, ich? Nö. Das hast du wirklich? Gar nicht. Das schreibt Jojo Billy. Was? Egal. Jojo schreibt Billy, das hast du wirklich. Was hab ich wirklich? Komm zurück. Oh, Alter, das ist mir ja alles zu anstrengend. Oh, das. Sagt wir Jojo. Wir haben ein Gespräch für Jojo zu anstrengend gemacht. Ich finde, wir können uns kurz auf die Schulter klopfen. Moment. Ich mach das mal. Ich hab das auch mal gleich mitgemacht. Also eigentlich stellvertretend bei dir auf die Schulter. Epischster Moment der beiden. Wir können Schluss machen. Tschüss. Das war's dann wieder mit den. Wir können die Runde abschließen. Wir haben erreicht, was wir immer wollten. So, weil ist dir zu anstrengend. Anfangen hier zu blasen. Was? Entschuldigung. Komm mal her, ihr Reißverschluss ist offen, Kind. Ich bin jetzt hier fertig mit Arbeiten. So, okay. Jetzt bitte wieder zum Thema. Jojo sagt, das ist alles zu anstrengend. Okay, Punkt. Wir wollten gar nichts. So. Wir haben einfach nur Spaß an unserem Leben. Dürfen wir nicht Spaß haben? Und du bist ja ein lustiger Zeitgenosse, du bist voll drauf eingestiegen, das ist voll cool. Ich fand's jetzt auch relativ entspannt, das ist ja auch alles cool. Alles, was ich wissen will, ich meine, wenn du schon sagst, du kommentierst gern bei Horizon. Und was, nennst den Namen Romanov, das hast du gesagt. Ich spiele es auch gern nochmal vor, das ist nicht das Problem. Ach, du nimmst auch noch auf. Ja, ich spreche ja eigentlich auch kein Russisch, das ist ja auch nur eine Lingua Soft. Ach so, was sprichst du denn? Außerirdisch. Ja, vom Züricher Orbital. Ja, quasi. Nee, und deswegen kann ich ja mal höflich nachfragen. Gar nichts, keine Sorge. Es war eigentlich alles nur ein Spaß. Okay. Gut. Das hätte dir ja schon bei den Brüsten auffallen müssen vorhin. Eigentlich, das war ja auch nur ein Spaß. Ja. Bei der Verbeugung und hätte es dir auffallen müssen. Nee, ist ja auch cool. Dann muss ich ja nur noch wissen, wie ihr auf den Namen Romanov gekommen seid. Weiß ich nicht, musst du sie fragen. Wie bist du auf den Namen gekommen? Keine Ahnung. Irgendwas hat's mir geflüstert. Da gab's doch den Prinzen oder was? Mädels, seid doch einfach mal ganz kurz. Das ist dann nicht so schlimm, wenn er das jetzt sagt. Ich will es doch nur wissen. Danach können wir auch wieder über Kleister und sowas reden. Bodendrogen. Zum Beispiel. Jojo kann dazu nichts sagen. Billy hat es gesagt. Ich hab nur den Ding aufgenommen und einfach weitergesponnen. Du hast doch erst Jojo geschickt, das ist Romanov. Du hast es doch erst gesehen in der Matrix. Erinnerst du dich noch an letzte Session? Ja. Ach so, ja gut, okay. Und dann hast du es noch in Verbindung gebracht mit, du kommentierst bei Horizon. Richtig. Moment, aber Jojo hat es doch... Wir reden jetzt gerade OT, oder was? Nein, also... Ja doch, das war jetzt... Das, ja. Die Erklärung war jetzt OT.
Sag ich doch. Das heißt also, dass ich im Endeffekt nur Jojo geschrieben habe, dass der Typ, der immer bei Horizon kommentiert, gerade da an uns vorbeigelaufen ist. Genau, du genau. Hast dann steckt, hat Jojo dass der Typ Romanov gesprochen, ist. Das ist okay. Das, und dann hast du noch gesagt, hier, du, Romanov, hast ihn zweimal so benannt, obwohl du gesagt hast, so heiße ich nicht. Und dann kam noch, vielleicht du kommentierst sogar auch gern bei Horizon. Ja, vielleicht auch dreimal und dann sagst du, kommentiert bei Horizon. Deswegen ist auch seine Aufmerksamkeit eher auf die, ja, nicht auf Jojo. Weil das habe ich doch aber damit schon erklärt. Er kommentiert oft unter dem, oder öfters unter dem Namen. Ja, aber, Namen, aber da in der öffentlichen Matrix nicht steht Romanov, sondern, warte. Juri Smirnov, ist übrigens ein Designer. Ist es? Da ist es halt für ihn jetzt verwirrend, deswegen fragt er nach. Gott, ist es auch ein Hacker oder so irgendwas zum Schluss, wenn er schon seinen Comlink auf Schleichfahrt laufen hat, seinen richtigen. Und das Scheißding als was eigentlich gut ist, als Du hattest drei Erfolge bei der Matrix-Wahrnehmung. Wenn er ein Hacker ist, dann ist er ein Hacker ohne Deck. Davon hört man recht selten. Das ist ein Wegwerf-Comlink, was er da hat. Naja, für ein Wegwerf-Comlink ist es zu teuer, aber ja, es ist ein schlechteres und es gibt noch ein besseres an ihm, aber er hat kein Deck und ein Hacker ohne Deck ist halt irgendwie so ein bisschen. Na, kein Deck, was man sieht. Na, aber dann hätte er auch jetzt sein Deck nicht auf Matrix-Verkehr, weißt du? Das kann schon sein, ja. Ja, was ist denn das für ein Hacker, Alter? Das ist ja voll lohnend. Ja, aber es könnte auf jeden Fall ein Hacker sein, ja. Oder, ja, eine Technoschnalle hatte ich auch schon dran gedacht. Das hättest du gesehen. Meinst du? Nicht, wenn er sich gut verstecken kann. Technomancer erkennen sich gegenseitig normalerweise. Outgame, ja. Also, dir ist bestimmt mal irgendwann ein Technomancer begegnet. Die erkennst du auf jeden Fall. Na gut. Na, du bist hier, also back to ET. Na, du bist hier halt eingeloggt mit dem Account. Was kann ich denn dafür, wenn du so eine schlechte Abschirmung hast und so Fauxpas begehst? Solltest du vielleicht nicht machen, wenn du da so ein Geheimnis draus machst. Okay. Siehst Check du? Mal lieber deinen anderen Comlink. Siehst du? Danke. So. Okay. Bitte. Mein Gott. Ganz nie. Das hätten sie doch aber auch denken, oder Junge? Also wenn es gibt, viele Wege führen nach Rom. Wisst ihr, soll ich euch eigentlich mal die Geschichte erzählen, wie ich nach Rom kam? Das ist eine sehr interessante Geschichte. Hör mal zu. Okay, dann nicht. Dann erzählt ihr doch jetzt wir mal Geschichte, Nein, Alter. Ich meine doch, wir hören mal zu. Ich habe mich versprochen, mein Gott. Nee, aber sie hat gesagt nein. Also hier, die Jojo, dann erzähl du mal eine Geschichte. Nein. Toll, dann zeig doch wenigstens deine Brüste. Dann fliegen wir hier raus auch wieder. Das ist natürlich ungünstig. Also wie kamst du denn nach Rom? Nee, wenn ich hier nicht wertgeschätzt wäre, das ist okay. Ich schätze dich doch wert. Leute, jetzt sind wir ganz entspannt. Wir drücken jetzt den Reset-Knopf. Den müssen wir uns vielleicht noch vorher einbauen lassen. Und dann chillen wir wieder eine Runde. Bei Wodka und Gebäck. Billy steht auf und holt jetzt mal einen Wodka nochmal. Jojo, du auch oder was? Oder nicht oder was? Nee, gerade nicht. Keinen? Nee. Dann hole ich jetzt trotzdem... Weißt du was? Ich hole einen White Russian. Ha! Für ihn und mich. Haben sie nicht. Was? Es ist keine richtige Bar. Alter, wo sind wir denn hier gelandet? Bier, Wodka und viele alkoholfreie Getränke. Okay, auch Fanta. Nein, danke. Nein, das war jetzt zu einfach. Ich bringe. Du willst es dir verdienen, ja? Ich bringe jetzt Jojo ein Bier und uns beiden noch ein Wodka. So, dann setze ich mich hin. Reset! Jojo lehnt sich etwas zurück. Sie scheint ein wenig Schmerzen zu haben. Möglicherweise war sie deshalb so still. Aber das ist nicht schlimm. Sie ist nicht unentspannt. Zieht ein bisschen im Enddarm, ne? Hm. Das Essen hier ist aber auch immer so ein bisschen, das rutscht direkt durch und am Ende bleibt's hängen. Ja. Nein, eigentlich habe ich meine Tage, das ist immer noch. Ja, sie ist schon in der Periode, wo sie Tage bekommt. Ja. Oder sie hat die Regel im Kopf beim Schach. Ja, was willst du denn machen? Ich meine, wenn die Maler im Keller sind. Ich dachte immer, die Tante kommt vorbei. In der Erdbeerwoche? Ja, jetzt gehen mir langsam so ein bisschen die Die Germanen hätte es jetzt noch bringen können, aber dann war es das auch schon. Ja, und ja, die Germanen, weil ich das... Ich weiß das, ich habe das schon. Gut. Ja, aber ich weiß nicht, das ist da ja schon wieder eigentlich was anderes. Aber ihr müsst doch ganz viele Umschreibungen dafür eigentlich kennen. Komm, ich will was lernen. Ein richtiger Pirat sticht auch ins Rote Meer. Ja, aber das ist ja dann schon eher, da geht's ja um den Akt und nicht einfach nur um Ausfluss quasi. Tomatensuppe? Tomatensuppe, okay. Hm.
Zeit, den Schlüpfer zu färben. Ist da nicht die Ampelwoche oder so irgendwas? Ampelwoche kenne ich noch nicht. Ampel, ja doch, Ampel. Rote Welle höchstens, aber... Tritt zum Roten Meer. Die Ampelwoche, wird das am Ende grün, oder? Ja, das kommt immer noch rein, wie lange du den OB drin lässt. Oh! Alles klar. Jetzt, geil! Ne? Plötzlich geil. Gibt's Sinn. Das gefällt mir. Deswegen. Sehr gut. Sag mal, warum trägst du eine Latexmaske? Das habe ich ihn auch schon gefragt, wollte er mir nicht antworten. Warum liegt da kein Stroh? Die Antwort ist doch ganz einfach. Also ich meine, ist er... Ne? Er möchte nicht als Mallmanager erkannt werden. So ähnlich. Bisschen sneaky. Warum checkst du andere Comlinks ab? Also ich meine, das ist so eine Frage, kann man eine Antwort drauf geben, muss man aber nicht. Mit wem sich meine BFF unterhält, da einfach mal ihm die Brüste zeigt. Wenn das jetzt irgendein Serienkiller ist, dann... Nee, stimmt, die wirkt doch auf jeden Fall... Stimmt, auf seinem Comlink. Ja, richtig. Die wirkt auf jeden Fall auch so, als würde sie irgendwie auch allgemein für sonstige Gespräche mit Mann, Frau und Kind und Hund und auch mit Nähmaschine immer jemanden brauchen, der auf sie aufpasst. So wirkt sie schon so ein bisschen unbeholfen, so ein bisschen verloren, ne? Jemand, der gar nicht auf sich selber aufpassen kann. So wirkt die ungefähr. Du hast aber auch eine geniale Menschenkenntnis. Deswegen ist sie auch so schüchtern. Deswegen ist sie so zurückhaltend, weil sie so viele schlechte Erfahrungen gemacht hat ohne ihren Aufpasser. Das ist plötzlich ergibt alles einen Sinn. Sie überspielt es aber auch hervorragend, finde ich. Ja. Quasi wie bei Männern, hervorragend. Ja. Wenn man das erste Mal hört, dann denkt man sich noch so, boah, na klar, na. Vorrangig, ich habe ja auch was abgezogen, eine echte Performance. Und beim zweiten Mal denkst du dir, oh shit. Gut, ich dachte nur, ich stell die Frage mal. Ich habe nicht erwartet, dass du sie beantwortest. Aber das ist nicht schlimm. Hey, ich habe sie ja so halb beantwortet, komm schon. Nö. Damit man mein Gesicht nicht sieht. Ich meine, komm schon, ey. Mehr, ich meine, vielleicht habe ich ja wirklich Pockennarben. Oder so. Und stattdessen kaufst du dir eine teure Latexmaske mit viel Tamtam, wo du vermutlich öfter mal eine besorgen musst und so weiter und so fort. Und so, anstatt du besorgst ja einmal die Gussform und dann kannst du sie nachgießen. Ja, aber die Gussform ist genauso teuer, wie dir die Narben einfach wegmachen zu lassen. Richtig, aber mit der Latexmaske kann ich ja auch dann andere Verbesserungen an meinem Gesicht noch vornehmen. Mir hat meine Nase nie gefallen. Ach so, ja gut. Also ich meine, du siehst auch so aus, als könntest du ungefähr verstehen, wie es einem da so geht, wenn einem die Nase nicht gefällt. Ich meine, du hast ja offenbar auch schon versucht, da selbst Hand anzulegen. Hä? Ach so, das meinst du? Ja, das übersieht man ja relativ leicht, vergisst man bestimmt auch relativ leicht, ne? Na, jein. Ja, ich weiß, so eine blaue Nase und so ein fettes Kinn ist nix dagegen, wenn man mal seine Taille hat, das ist viel schlimmer. Ja. Damit gränt man immer so schnöde vor sich hin, nee. Ja, es ist furchtbar. Alles auf einmal, Migräne, Hormone, alles. Fürchterlich. Und wieder die Gewissheit, dass man kein Leben in die Welt gesetzt hat diesen Monat. Ach, das ist jedes Mal so eine Erleichterung. Das rettet mir den Tag. Wenn nicht, wir haben auch immer noch Kleiderbügel immer zu Hause. Ja, ich hab die auch schon vorgebogen. Nicht Staubsauger oder sowas? Nö. Staubsauger? Naja, auch einfach raus, die Sache. Nee, der gute alte Kleiderbügel tut's. Okay. Na, oder man fängt halt einfach jeden Tag um 4 an Wodka zu trinken. Ist das ja auch, Kein Bier vor 4, also passt doch. Es ist nach 4 und ich habe mein Bier vor der Nase. Alles gut. Richtig. Und irgendwo auf der Welt ist es immer 4. Ja, das ist auch so dieses, das heißt dann und dann kein Alkohol trinken. Das ist doch totaler Scheiß, ob ich jetzt früh um 4 ein Bier trinke oder mittags um 12 oder auch ein Wodka. Ist doch scheißegal, solange ich mich halt nicht jeden Tag besaufe. Das ist doch wie kannst du nur abends Nutella essen? Wieso? Habe ich Hunger? Habe ich Bock auf Nutella? Klar kann ich abends Nutella essen. Du isst Nutella? Klar. Ist gut für die Zähne. Und für die Figur. Auf jeden Fall. Du hast bei mir auch Nutella gegessen, zusammen mit Marshmallows. Erinnerst du dich nicht? Kann nicht sein. Sie hat auf ihre Linie 8, hat sie gesagt.
Sie hat Nutella mit Marshmallows und Erdnussbutter gegessen. Das lag nur daran, wegen den Umständen, in denen wir uns befunden haben. In denen du dich befunden hast, meine Beste. Und du! Meine Umstände waren weit besser als deine. Ich würde das nicht unbedingt sagen, was da bei dir an der Wand alles zum Schluss war, dass mein Zustand besser war als deiner oder schlimmer. Ihr wisst schon, wie das klingt, ja? Ihr wart in anderen Umständen und am Ende war alles an der Wand. Wieder mal Insider, das wirst du nie verstehen können. Ja, aber es klingt auch für mich schon sehr schön. Das kann ich eigentlich so stehen lassen in meinem Kopf. Wir hatten sehr viel Spaß an diesem Abend und hinterher war meine Wand bunt. Aber Super. Das war cool. Sie ist noch immer bunt. Ja. Genau. Das war alles, was dahinter steckte. Ja, glaube ich so, aber nicht, weil ihr seht nicht aus, als... Also ihr seht nicht aus, als hättet ihr Spaß. Also eher schon ein bisschen verklemmt. Ja, leider. Ich versuche schon immer, mir das abzugewöhnen. Nee, das deswegen zeige ich auch fremden Leuten meine Brüste, damit ich mir das abgewöhnen kann. Weißt du, das ist immer wieder so eine Selbstüberwindung. Ja, aber dann weißt du, wenn irgendwann du Brüste zeigst, dann musst du Nippel zeigen. Okay, beim nächsten Mal zeige ich Nippel. Ja, ich meine, sonst ist es ja wieder verklemmt. Oh, ich zeige so viel, wie ich auch mit einem weißen, weiten Ausschnitt zeigen könnte. Ich habe Brüste gezeigt. Na, ich hatte Angst, rausgeschmissen zu werden. Verständlicherweise. Wie er sich halt beschwert, da zeigt meine Frau ihr Selbstbewusstsein, dann beschwert er sich gleich. Hä? Ich habe ihr noch nur gesagt, wie sie weniger spießig auftreten kann. So ein netter Zug. Und dass sie verklemmt ist. Durch die Blume. Na, wo er recht hat. Seit wann kackst du denn Diamanten? Hä? Seitdem sie ihren Anus so trainiert hat, dass einfach der Pressdruck so krass ist, dass sie aus jeder Art Kohlenstoff Diamanten hervorbringt. Mehrere Atmosphären bitte, ja? Gern. Ich kann mit meinem Anus auch mehrere Atmosphären erzeugen, ja. Urknall quasi, ja? Mhm. Das heißt doch Big Bang. Sie hat gerne mal einen Big Bang. Das klingt toll. Warum hab ich noch kein Grillenzirpen auf der Soundboard-Dings da eigentlich? Was brauche ich noch? Sag doch einfach, ich bin heute flach, ist doch okay. Finde ich schön, das. Nee, komm, halt die Fresse, ey. Gib's mir schon Fanta aus Mitleid. Wir wollten doch heute lieb zueinander Ach sein. Ach so, ja, Tim. Stimmt, ja. Deswegen bin ich auch so flach, weil ich heute lieb sein wollte. Kumbaya, my lord. Kumbaya. Shit, ich muss immer an die Addams Family denken. Also, Big Bang war mal. Nee, war mal nicht, wir hatten drüber geredet. Ja. Chaka boom. So. Nehmen wir den jetzt noch mit auf unseren Drachenabend oder nicht? Ja, da komme ich nicht mit. Da kommt er doch nicht freiwillig mit, das ist ihm noch viel zu angepasst. Das hat nichts damit zu tun. Viel zu spießbürgerlich. Ah, ja, das ist es mir schon. Fuck the system. Guy, also. Jetzt krieg ich's hin. Ja, klar. Fuck the system, Alter. Also, so ein Angestellter. Designer, der fuckt auf jeden Fall fett das System. Bist du ein angestellter Designer? Klar. Hä? Jo, ich werde aus dem Typ nicht schlau. Und der Wodka hilft mir auch nicht. Echt nicht? Soll Dann war es nicht genug, also ich meine... Viel hilft viel. Prost, sagt sie und trinkt noch einen Schluck Bier. Na, story. So. Trachtenabend, da wollten wir noch hin, ne? Ja. Dafür habe ich die Einkaufstüte hier dabei. Ach ja, stimmt. Wo ist denn das überhaupt? Da. In Sokol doch auch, oder? Ja, das passt dahin. Oh, cool. Es ist ja gar nicht so weit weg. Nö, sag ich doch. Cool. Das ist gut. Zu welchem von den ganzen Dingern geht denn die eigentlich genau? Na, wir haben da die Empfehlung ausgesprochen bekommen hier für... Also sie hat euch die ganze Angebotspalette geschickt. Na, zum russischen Musikantenstadel halt. Da konnten wir ja nicht mehr hin, das war ja ausgebucht. Ach so, Moment, war das ausgeecht? Ja. Mhm. Es gibt ganz viele kleine Sachen, wo halt auch mal irgendwie dann Volksmusik läuft, aber es ist halt nicht das Musikantenstadel, ne? Ach, wollten wir nicht Wodka machen gehen oder so irgendwas? Ja, das auch, aber wir wollten halt auch was, wo wir hinterher noch so ein bisschen Spaß haben können. Ja, wir werden zu irgendeinem kleineren Ding gehen, das da halt irgendwie ist. Wahrscheinlich, da wir die Unterschiede nicht erkennen. Warte, ich habe eine Idee, zu welchem wir gehen. Mach mal irgendwie eine Liste mit allen. Das ging jetzt an den Esel oder an mich? Das ging an dich. Das ging an Billy. Blende mir einfach mal eine Liste ein. Warte, jetzt macht sie die Augen zu und tippt mit dem Finger einfach auf irgendeins. Boah, ich habe wenigstens einen schweinischen Abzählreim erwartet. Nein. Regine. Das hab ich zeig dir gleich wirklich meine Brüste.
Das ist, nichts, was man sehen will, ja. Ja, was heißt, was man sehen will, aber es ist jetzt, ja, ne? Ja, aber dann werden wir rausgeschmissen, darum geht's. Du wirst rausgeschmissen. Verdammt. Ich sag, du hast mich gezwungen. Das mit was? Das glaubt dir keiner. Nicht? Guck mich mal an. Guck mich mal an. Mhm. Naja, wenn dich jemand genau anguckt und dann feststellt, so wie ich, dass du eine Latexmaske aufhast, dann wird das schon suspekt, oder? Ja, aber da du das ja in deiner, wirklich in deiner Perfektion ja jetzt richtig gemacht hast, kann das ja keiner mehr sehen. Ja, nicht, aber wenn ich schon nochmal dran nippel, ne? Ich lass dich einfach nicht mehr ran. Du willst mal probieren, oder was? Nicht zwingend, aber... Schwanzvergleich! Hä? Gewonnen? Hä? Ja, imaginär. Billy prustet. Alles klar, ich wünsche euch viel Vergnügen und zu welchem geht ihr jetzt? Adios, Muchacho. Na, zu dem, alles klar. Ja. Na, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß und... Sie blendet ihm noch eine Nummer ein. Das ist sehr freundlich und... warum nicht? Er nimmt sie und du kriegst keine. Das stimmt. Es war auch eher so... pro forma. Ich bin offen für alle, für alles. Nö. Er hat gefragt, er hat sie gekriegt. Wollte doch gar nicht die Nummer von ihr. Das war jetzt doch, so eine stimmt. Doch, da am Anfang, klar wollte er die. Okay, ich speichere dich ein unter für Boobs reicht nicht. Ich speichere dich ein für Boo. Tschüss. Du hättest Boobies hättest du machen können, aber jo, mach's gut. Nee, Schneewitsche, hab ich doch gesagt. Wäre doch viel besser gewesen. Stimmt. Er ist schon draußen. Ja und? Kann trotzdem mit Jojo reden, oder nicht? Nee. Okay. Jetzt, wo ich nicht mehr mitspiele, ist euer Gespräch völlig irrelevant, interessiert sowieso keinen. Okay, dann gehe ich jetzt in der Spielleiter, macht alleine weiter. Ja. Tschüss. Ich glaube auch. Gute Nacht. Gut, dass wir diese Pause des Schweigens einfach rausschneiden werden und sie deswegen keine Bedeutung mehr hat, ne? Ich weiß nicht, beim anderen Stück, wo du gesagt hast, ich lasse die Sprachpause drin lassen soll, habe ich es da auch drin gelassen und es wird in Episode 2 ja gekommen sein, schon mittlerweile. Shit. Ja, okay. Ganz wundergedönsig macht. Los. Das, wir gehen jetzt zum Trachtenabend. Ja, wie heißt denn gleich wieder? Neues aus der Heimat Revival Trachtenabend. Mit Tracht. Mit Holzschuhschnitz. Ach nee, Moment, das war doch Schweden, oder? Ja. Holland. Ach, in Schweden haben sie vielleicht auch irgendwelche Schuhe aus Holz. Vielleicht. Eventuell. Kann sein. Interessiert mich jetzt aber auch nur so peripher. Ja, ihr fahrt dahin. Tertiär, hätte ich gesagt. Tertiär. Und geigelt? Bitte was? Ach, ihr geigelt herum? Mhm. Also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, was ich Moment, jetzt daraus machen soll. Muss ich jetzt daraus machen? Noch, Jojo jetzt nicht noch im Mall vorher nach Elektroscheiß gucken gehen? Hä? Nee. Wolltest du nicht? Wir wollten doch, wolltest du nicht irgendwas klauen oder so? Das muss man aber jetzt, wird sie jetzt nicht machen. Außerdem hat sie jetzt genug Wodka getrunken, nicht so dumm zu sein, das jetzt zu tun. Und die Mall ist dafür auch definitiv richtig. Der falsche Anlaufpunkt. Ah, okay. Ja, dann gehen wir jetzt einfach gemütlich ins, in diesen Trachtenabend, damit unsere Trachten, die wir gerade 400 Nüen ausgegeben haben, einfach noch einen nicht wirklichen Sinn haben. Du kriegst 200 zurück von ihm. Ach, nö, ich hab mich hier schon abgezogen. Ich möchte bitte, dass diese Diskussion jetzt fortgeführt wird. Nein, nimm das Geld. Nein, das möchte ich nicht. Nein, du. Ha, du legst zuerst aus, Schatz. Nein, du. Richtig, das wollten wir jetzt eigentlich noch 20 Minuten machen. Bitte, los geht's. Und dann unsere Dusch-Action beschreiben zur Versöhnung. Wir zusammen duschen gehen. Ah, Mann, ey. Ich glaube, ich komme in die Wechseljahre. Ich habe Hitzewallungen. War das jetzt In-Game oder Out-Game? Ja. Nicht schlecht. Ihr geht zu dem Trachtending, ihr werdet bestimmt, also ich nehme größtenteils an, dass ihr einfach euch über Leute lustig macht, irgendwelche Leute anquatscht und die verwirrt und da ja. Noch irgendwelchen Shit macht und das Brot, das damit geknetet wird, dieses Kuchenbrot irgendwie vermutlich mal wieder in Formen bringt. Natürlich. Die nicht gottgefällig sind.
gottgefällig. Ich dachte mir eher, dass Juri mir noch Zöpfe schnitzen muss, hätte ich beinahe gesagt, aber natürlich meine ich flechten. Flechtet selbstverständlich, wird sie das tun. Also und wenn du ohne Zöpfe antanzt, Alter. Moment, Jojo kannst du keine Zöpfe anbringen. Du kannst aber immerhin Dreads verzwirbeln zu zwei Strängen. Drei, wenn dann. Und hast du das mal gesehen, wie das aussieht? Scheiße, aber das ist wie doch völlig egal. Hefezopf am Kopf. Aber sie macht ihre Haare immerhin blond. Huch. Gut. Und dann werden wir dort ganz seriöse Witze machen die ganze Zeit, die nur wir wirklich witzig finden, wenn die Leute sich wegdrehen von uns und vom Aber die Sand. Brotleibe, die haben auf jeden Fall Brustform. Ach, übrigens. Und Penis. Was noch ganz gut ist, ist es, was für ein Glücksgriff. Eins der Teile, die dafür bekannt sind, dass sie extra sich auf die Fahnen schreiben, dass für Rassismus hier kein Platz ist. Das ist ja toll. Oh, denn es gibt schön. Da wohl auch andere kleine Sachen, wo viel Humanes rumsitzt und so und wo Elfen dann, die dürfen ihre dreckigen Griffel oder auch Orks und Trolle und Zwerge nicht in den Gottesteig stopfen und ihn kneten und in Wallung bringen und dann richtig schön auf dem auswälzen und Rosinen rein. Also genau. Ne? Wir haben Spaß. Also ich darf kein Brot walken, ist jetzt eigentlich, was du mir sagen möchtest. Nein, du hast ja Glück. Du bist ja auf dem, wo halt alle sagen, kein Platz für Rassismus, geil, Leute, hier war fern das Fest und wir haben da unseren Volkstrachten-Shit und wir haben da halt Tradition und wer dabei sein will, der ist willkommen und so weiter. Und es gibt halt andere Sachen so in der Richtung an dem speziellen Tag, die halt dann schon eher humanes dominiert sind. Aber ihr habt ja das Glückskind dabei und die hat glücklich den Finger gewählt. Dann empfehle ich die Position. So viel zu uns. Wenn ihr richtiges Sharon haben wollt, dann guckt zum Lesen bei snowcatland.com, glaube ich, vorbei. Snowcatland einfach googeln. Bei Victory Road, weil Plüschgranate gerade wieder jetzt es schafft, alle zwei Wochen Folgen hochzuladen. Die sind ja auch nicht ganz so penetrant wie wir. Und Hidden Grid hat jetzt auch wieder endlich weitergemacht mit den englischen Cast, den sie haben, hiddengrid.com. Was wollte ich noch? Genau, dann noch, es ist nicht direkt Shadowrun, aber es ist Cyberpunk-Dystopie irgendwas, eher so die Schiene Öko versus Technologie-Shit, Cassandra's Run, das ist so eine Radioshow gewesen, die vor einigen Jahren war, interaktiv sogar, naja, und die gibt es meiner Ansicht nach immer noch zum Download, das heißt meiner Ansicht nach, ich habe es vor kurzem nachgeguckt, die gibt es zum Download und die gibt es zum Anhören, das ist eigentlich eine ganz nette Sache, also Cassandra's Run mit C und Doppel-S, also Cassandra, nicht? Kann man auch googeln, kann man auch runterladen, kann man sich auch reinziehen. Hat man mal noch eher Shadowrun als bei dem, was bei uns passiert. Und da muss ich mich nochmal ganz unprofessionell schnell reinschneiden. Ich hatte nämlich was noch bekommen von Flummi und zwar einen weiteren YouTube-Kanal, wo Leute ihre Shadowrun-Runde abtonen, keine Ahnung. Toxica on Tour sind vier Videos, das letzte kam vor 5 Monaten irgendwie raus. Aber ich würde vorschlagen, einfach mal reingucken. Ich habe es noch nicht geschafft. Ich habe jetzt das sofort noch irgendwie hier reingedengelt. Und den Leuten mal ganz, ganz viel in die Kommentare schreiben, dass sie mehr machen sollen. Dann wird das bestimmt auch, ne? Also wie gesagt, da mal reingucken. Zusätzlich zu den anderen Sachen. Und, was ich natürlich auch vergessen habe, ich werde, wenn dieses Video hier mit diesem Geschwafel rauskommt, schon längst auf WordPress und auch auf Facebook, sowohl Cassandra's Run als auch Toxica on Tour verlinken, damit das halt ein bisschen einfacher ist. Aber wie gesagt, da wir immer sehr weit vorproduzieren, bla bla, ist das dann schon längst geschehen. Das heißt, ihr müsst ein bisschen gucken, wenn ihr die genauen Links wollt. Ansonsten googeln, ne? Kriegt man durchaus hin, wenn ich das schaffe. Schafft ihr das auch. Anfangs- und Endmusik sind wie immer von den Kremlkrauts, deutsches Essen in Russland. Und für alle Rechtsfragen wie Ownership of Shadowrun, Dingsda-Boomster und die ganzen Sounds, die wir noch drin haben, die ja zum Teil auch Creative Commons sind und sowas und unsere Lizenz, klingt immer so geil, findet ihr auf WordPress im Impressum und damit bin ich jetzt auch fein raus und muss dazu gar nicht viel mehr sagen. Ha! Bis zum nächsten Mal, ne?